Für Homestead wie für uns steht der Patient im Mittelpunkt. Wir richten die Therapie auch nach den Bedürfnissen des Patienten aus. Wir schauen, dass er so lange wie möglich daheim bleiben kann. Und Homestead macht das Gleiche. Und so haben wir uns entschieden, eine Zusammenarbeit zu starten. Die Stiftung hat den Auftrag zur Pflege. Und ihr als Homestead sind unser verlängerter Arm vor Ort, wo die Pflege hier in der Casa Cura im altersbetreuten Wohnen durchführt. Für die Senioren und Senioren ist es eine individuelle Förderung, dass sie als Einzelperson wahrgenommen werden, dass sie merken, dass es um sie geht und nicht um irgendwie eine Aufgabe abarbeiten und das Häkchen auf irgendeiner Liste machen, sondern dass sie selber als die Person, als das Wichtige, um die es geht, wahrgenommen werden und dass sie merken, dass man sich wirklich nur um sie kümmert. Für unsere Patienten ist es natürlich super, wenn sie ein Betreuungsteam haben oder eine Betreuungsperson haben, die immer die gleiche ist und immer zum gleichen Zeitpunkt kommt, was sich auch dann sehr positiv auswirkt auf Therapie und auf den allgemeinen Zustand des Patienten. Die Bewohner hier sind sehr zufrieden, weil ihr dient ja eigentlich jeden Tag euch einsetzen für die, dient kochen für die, dient mit Studio putzen, dient allgemein Räume in Schuss halten, dient sich aber auch ein bisschen unterhalten und im Sinn von einer Bewohnerin, die hier ist, oder noch hier ist, besser gesagt, die gesagt hat, das ist wie im Hotel hier. Die Mitarbeiter von Homestead nehme ich als sehr engagierte Menschen war, die sich sehr intensiv auch um die Patienten kümmern und auch schauen, wo gibt es Verbesserungen, wo sind Schwierigkeiten, wo sind Probleme, wo muss man irgendwas verändern. Das dann auch rückmelden, dass man noch reagieren kann und nicht warten muss, bis irgendetwas passiert. Homestead ist nicht ein Nutzen für uns, sondern ein Gewinn. Es ist wirklich so, dass wir uns eigentlich das nicht einmal so gut vorgestellt haben, wie es jetzt ist. Wenn wir in Zukunft schauen, wird das ohne euch nicht gehen. Und eigentlich mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.